Hallo, willkommen zu meinem Update. Ich bin jetzt ein großes Stück weitergekommen, wie ihr seht. Und dieser Webstich bzw. Leinenstich ist wunderschön. Das Strickstück ist ganz, ganz flach. Das ist wirklich eine Besonderheit, finde ich. Es fühlt sich fast wie Stoff an. Die Rückseite ist wunderschön. Das ist hier, ich drehe es mal vielleicht für euch um, dass ihr das besser sehen könnt. Das ist die Rückseite, die finde ich auch wunderschön. Und das ist die Vorderseite. Ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt was mit meiner Farbwahl zu tun hat. Es ist ein wunderbarer Sommerschal, der sich auch für Männer sehr gut eignet. Ist wärmend, aber nicht zu warm. Und dadurch, dass es so flach ist und nicht so flauschig, finde ich, ist das tatsächlich ein wunderschönes Geschenk für Männer. Der Rand gelingt mir auch sehr, sehr gut. Das ist hier der Rand auf dieser Seite. Und hier seht ihr mal den Rand auf der anderen Seite. Ganz, ganz sauber, schönes Strickbild, finde ich. Ja, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich komme aber nicht so schnell voran, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl man ja wirklich nur die Hälfte der Maschen strickt. Man hebt ja ständig ab. Also immer im Wechsel, man strickt eine Masche, man hebt die nächste ab, dann strickt man wieder die nächste. Ich zeige es euch mal. Also ich bin jetzt gerade in einer Rückreihe. Ich bin auf der Rückseite und es ist so, ich heb jetzt hier eine Masche ab, habe das Garn auf der hinteren Seite. Ich heb ab, lege das Garn nach vorne, stricke eine linke Masche und dann geht es wieder los. Ich heb ab, stricke eine linke Masche, lege das Garn wieder zurück. Also im Grunde genommen glaube ich, dauert das deshalb so lange, weil man ständig das Garn von vorne nach hinten schieben muss, aber dafür strickt man dann auch nur die Hälfte der Maschen, weil man ja ständig im Wechsel eine abhebt und strickt. Also hier seht ihr es nochmal, ich hebe ab, stricke die nächste Masche links, hebe ab, stricke die Masche links. Und es ist jetzt auch, finde ich, viel, viel einfacher geworden, dadurch, dass ich das Maschenbild kenne und wenn ich mein Strickstück in die Hand nehme, weiß ich immer sofort, was zu tun ist, in welcher Reihe ich bin. Es sind ja nur vier unterschiedliche Reihen, also die dieses Muster ergeben. Für jede einzelne Reihe habe ich eine Anleitung gemacht, da findet ihr ein Video dazu. Und ich mache dann wieder ein Anleitungsvideo dazu, wenn ich die dritte Farbe dazu nehmen werde. Das tue ich aber erst bei 1,20 Meter oder so weiter oder irgendwie sowas. Also ich habe richtig, richtig viel zu tun. Aber jetzt kommen die Pfingstferien und ich hoffe, dass ich in den Pfingstferien gut vorankomme, sodass ich euch das Video dann drehen kann, wenn die dritte Farbe dazu kommt. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob ihr auch sowas, also so ein Muster auf den Nadeln habt, was ihr dazu sagt. Würde mich freuen, wenn ihr mir mal ein paar Takte dazu schreibt oder ob ich die Einzige bin, die hier ein großer Fan vom Leinenstich ist oder vom Webstich. Also es ist wirklich besonders, weil es fühlt sich tatsächlich wie Stoff an. Das ist wirklich das, was man rausstellen muss bei diesem Muster. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Lasst die Nadel glühen und bis bald.